Und damit herzlich willkommen zum Tutorial für die ET22 in Train Driver 2. Ich habe gesehen, es gibt ein paar Leute, die haben damit Probleme, die Lok kalt aufzurüsten und vor allem den Führerstand zu wechseln. Also gibt es jetzt hier von mir ein dediziertes Tutorial genau für das. Der Aufrüstvorgang bzw. der Wechsel der Fahrtrichtung unterscheidet sich ganz klein wenig, je nachdem, was ihr für einen Führerstand habt. Das sind aber nur zwei kleine Sachen, die man da beachten muss. Wir sind jetzt hier mit dem Führerstand hier drin, wo wir das schöne Teil hier oben haben und wo die Pantographensteuerung über die einfachen Kippschalter hier unten gesteuert wird. Und zwar ist es hier einmal Satz für die Pantographen hier nach oben und einmal nach unten. Und zusätzlich haben wir hier diesen Emergency Pantograph Switch, der jetzt momentan auf 1 ist. 1 ist dann entsprechend nach unten. In der anderen Führerstandsvariante haben wir hier anstelle von diesem Emergency Switch hier so zwei rote Knöpfe, die entsprechend für Pantograph runter sind. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist jetzt die andere Führerstandsvariante und da seht ihr eben die Pantographen-Switche, die sind hier nach oben und jetzt den Pantograph zu heben, muss man den einfach nur einmal anklicken, wenn wir den Saft hätten und der würde nach oben gehen. Zum wieder runter machen haben wir hier die zwei roten Knöpfe A und B. Wir haben jetzt nicht diesen Emergency Switch. Das sind quasi die zwei roten Knöpfe. Einfach nur, dass ich das mal kurz gesagt habe. Wir werden das Aufrüsten mit der etwas komplizierten Variante machen, mit dem Führerstand, den wir vorher gesehen haben, weil man diesen Emergency Switch beachten muss. Okay, wieder zurück in die andere ET22. Wenn ihr jetzt die Lokomotive kalt startet, dann startet ihr automatisch im Führerstand B. Wie finde ich heraus, in welchem Führerstand ich bin? Ich schaue einmal hier nach oben, mache die Klappe hier mit Linksklick nach unten und dann seht ihr hier B. Für A wäre es natürlich dann hier ein A. Gut, aufrüsten tun wir im Führerstand A. Das heißt, wir gehen da hinten einmal auf die Tür darauf oder wir gehen halt hier auf Cabin. Dann sind wir im anderen Führerstand, einmal hier A. Das erste, was wir hier tun, ist den Führerstand überhaupt zu aktivieren. Dabei achtet drauf, vor allem wenn ihr die Lok mal so zwischendrin abstellt, dass der andere Führerstand aus ist und nicht auch mit an ist. Also, wir machen den hier an. Richtungswender. Tun wir jetzt eins nach vorne. Okay. Als nächstes schauen wir einmal hinter uns und drücken hier auf die Tür drauf. Wir schalten die Batterie an und sobald wir das tun, geht der Alarm los. Den tun wir dann gleich mit Leertaste quittieren. Ja, so. Okay, so viel zu dem. Als nächstes kommen wir hier das Ventil zu und der Hilfskompressor startet jetzt. Wir müssen jetzt warten, dass wir hier mal mindestens 5 Bar haben und dann können wir die Stromabnehmer heben. Okay, wir haben jetzt genug Druck hier auf der Leitung. Wir schauen mal wieder auf die andere Seite. Zukunftsbravura hier. Wenn ihr da genug Druck habt, dann könnt ihr den Hilfskompressor wieder abstellen und das Ventil entsprechend wieder zumachen. Ansonsten läuft es die ganze Zeit. Weiter im Video. Und jetzt werden wir die Stromabnehmer heben. Dafür müssen wir hier diesen Emergency Pantograph Switch auf ausstellen. Wenn ihr die andere Führerstandsvariante habt, dann müsst ihr das nicht tun. Okay, Pantograph A nach oben und da geht es jetzt, A ist quasi wirklich Führerstandseite A nach oben. Sprich, wenn wir jetzt hier rausgehen, geht auch entsprechend hier A hoch. Am anderen Führerstand, wenn ihr da A entsprechend auswählt, dann geht entsprechend hier der hintere nach oben. Also je nachdem, von welcher Seite man das sieht. Wir machen jetzt auch noch Pantograph B mit nach oben. Wir werden dann hier einmal die Sicherung zurücksetzen. So. Als allernächstes den Quick Breaker auf On. Und dann gehen wir hier kurz einen Impuls. Grünes Lämpchen geht an. Sehr gut. Als nächstes schalten wir die Konverter mit an. Achtet auf diese Anzeige hier. Ihr springt gleich nach oben. Wir warten einen ganz kleinen Moment. Und dann der Kompressor mit an. So. Der Kompressor macht jetzt mal seine Arbeit. Der schaut, dass wir jetzt hier mal Bremsdruck entsprechend haben.
Es dauert jetzt einen kleinen Moment und wenn das fertig ist, hören wir uns gleich wieder. So, damit wäre das erledigt. Als nächstes kümmern wir uns hier um den Funk. Wir schauen da hier auf die hintere Rückwand und schalten hier den Funk von Strom her erstmal an. Und dann haben wir hier einen Selector. Power Radio Telefon A oder B. Da müsst ihr jetzt darauf achten, dass der richtige Führerstand aktiviert ist, mit dem ihr dann fahren wollt. Sprich, jetzt für A wäre es schon richtig. Und wenn wir jetzt auf B wechseln wollten, klicken wir da einmal rauf, auf B, und dann gehen wir hier Radiotelefon auf an. Aber wir sind jetzt hier in A drin, also machen wir es hier an. Okay, damit können wir auch hier den Funk einschalten und das Licht geht mit an. Wenn wir jetzt mit diesem Führerstand in diese Richtung fahren möchten, als Zugfahrt, gehen wir her, machen die Lichter an, linke Licht, zweimal mit linker Maustaste darauf für weiß. In der Mitte einmal und rechts wieder zweimal. Anschließend Sending einschalten und Resistor Vents einschalten. Ganz wichtig. Als nächstes Fahrtrichtungswender auf neutral. Wechsel den Führerstand und hier machen wir die roten Zugschlussleuchten mit an. Rechte Maustaste zweimal und auch hier rechte Maustaste zweimal. Okay, wir gehen wieder zurück. Kontrollieren das einmal ganz kurz. Wunderbar. Und auf der anderen Seite rot. Gut. Nachdem es hier eine Zugfahrt ist, werden wir hier den Pantograph von A nach unten machen. Der hintere Pantograph soll an sein. Sollte es jetzt auch noch regnen, könnten wir jetzt hier die Scheibenwischer anmachen. In unterschiedlichen Modi. Und hier der Schalter in die linke Seite. Aber das ist einfach nur so als Info. Als nächstes werden wir hier auf die neutrale Stellung gehen, also Fahrstellung. Drücken hier Brake Release. Beziehungsweise Fahrtrichtungswender nach vorne zuerst, dann Brake Release. Wir sind gelöst. Diese Lampe ist angegangen, das heißt, wir können jetzt Leistung aufschalten. Wir gehen mit dem Fahrtrichtungswender ganz nach vorne in die erste Stufe. Dann können wir hier langsam nach oben schalten. Jetzt ohne Last geht das natürlich relativ schnell. Ende der ersten Stufe. Und könnten jetzt mit dem zweiten Fahrschalter hier nach oben schalten. Wieder nach unten. Zweite Stufe. Okay, nachdem ich aber in diese Richtung nicht fahren will, bremsen wir hier. Okay. So, einmal abgesperrt. Wir werden jetzt den Führerstand wechseln. Wir machen hier Zugschluss an. So, das war richtig eingestellt. Wir machen den Führerstand hier aus. Fahrtrichtungswender in neutral. Radio aus. Wechseln hier auf B. Und wechseln. Auf der anderen Seite ist jetzt hier schon alles mit an. Es wäre normalerweise so, dass hier alles aus ist. Kein Problem, wir schalten das entsprechend ganz normal wieder ein. Wir können das alles schon mal voreinstellen. So, Sending, Resistors, Emergency Pantograph Switch aus, Führerstand an. Die Pantographen kommen jetzt nach oben. Radio machen wir an. Wir haben wieder Saft und Quickbreaker Impuls einmal kurz drücken. Alles fährt wieder hoch. So. Hier schalten wir wieder auf weiß. Und wir werden abfahrbereit für diese Richtung. Richtungswender ganz nach vorne. Erste Stufe, kurz warten und dann können wir hier schon wieder Leistung geben.
Also als kleiner Tipp, mit Shift und Minus könnt ihr hier schnell zwischen den Stufen hin und her wechseln. So, hier in der ersten Stufe kurz rein. Hoch, hoch, ganz hoch. Achtet, dass ihr dann nicht auf über 600 Ampere kommt. Und wir sind hier zu schnell. Wir bremsen wieder. War jetzt nur zur Demonstration. Und wenn ich jetzt wieder schnell wechseln will, einfach wieder auf neutral gehen, Führerstand abstellen, Radio aus. Ihr müsst hier nichts verändern. Und bei der anderen Seite einfach wieder anmachen. Radio an, beziehungsweise zuerst hier wieder umstellen. Einmal den Impuls. Und schon könnten wir wieder in diese Richtung fahren. So einfach geht's, wenn man gerade die paar Sachen beachtet hier mit dem Radio und dass immer nur ein Führerstand mit an ist. Das waren eigentlich soweit die Grundlagen von der ET22. Eine kleine Sache vielleicht noch, wenn ihr einen schweren Güterzug fahrt und diese weiße Lampe hier aufleuchtet, dann schleudert ihr. Wenn das der Fall ist, Leistung wegnehmen, bis die wieder ausgeht und dann wieder langsam nach oben schalten. Kleiner Hinweis zu dem. Wenn euch die Sicherung durchgeht, versucht das mal zu provozieren. So zum Beispiel. Auch kein Problem. Hier einmal auf Reset. Gebt wieder hier den Impuls. Und es geht wieder los. Schauen, ob ich das mit der Schleuder noch hinbekomme. Ja, ich habe jetzt hier hinten nichts dran. Und da ist es gerade ein bisschen schwierig, genug zum Schleudern zu bringen. Aber wie gesagt, es würde weiß leuchten und dann nehmt ihr einfach die Leistung weg. Solltet ihr noch Fragen haben zur Bedienung von der ET22, schreibt das einfach in die Kommentare rein oder kommt auf meinen Discord-Server und dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Fahrt. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.